Mitmachen, mitmischen, mitdiskutieren. So erklärte uns die Sozialministerin, Frau Özkan, wie wir Jugendlichen den Einstieg in die Politik meistern können. Im Landtag in Hannover befragten wir Frau Özkan zu dem Thema Jugendliche und Politik. Die vorbereiteten Fragen stellten Deria und Katharina. Gut, als erstes haben wir etwas zum Thema Jugendliche und die Politik. Und da gibt es ja das Vorurteil, dass Jugendliche sehr politikverdrossen sind. Wie erklären Sie sich das denn? Also die Politikverdrossenheit der Jugend. Also ich denke, dass Jugendliche ganz anders angesprochen werden müssen, dass sie eben auch zum Beispiel andere Medien nutzen, nicht klassisch vielleicht in eine Veranstaltung gehen, wo über politische Themen diskutiert wird, sondern sich viel mehr im Internet aufhalten oder eben weniger Zeitung lesen, dafür eben in den Internetforen sich informieren, im Internet sich die Informationen holen. Und ich glaube, deswegen müssen wir Politiker, aber auch ihr uns die Hinweise geben und wir Politiker müssen das umsetzen, wie wir die Jugendlichen besser erreichen können. Und das Zweite ist, wir müssen Politik auch einfacher erklären. Oft ist es so, dass es so technisch ist, dass es vielleicht auch weit weg ist, so Europapolitik zum Beispiel so kompliziert erklärt wird, dass es Jugendliche überhaupt nicht reizt oder sie auch nicht verstehen, welchen Bezug sie haben zu diesem Thema. Und warum ist es so wichtig, Jugendlichen die Politik oder die politischen Entscheidungen näher zu bringen? Ja, die Jugendlichen von heute sind die Erwachsenen von in der Zukunft, in den nächsten Jahren. Und das heißt, aus den Jugendlichen wird später auch vielleicht die Politiker, die letztendlich ja auch mitentscheiden sollen. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, eine breite Basis zu haben, dass die Jugendlichen mitmachen, mitmischen und auch mitdiskutieren, damit man zum einen weiß, was euch bewegt, was ihr in Zukunft wollt und zum anderen bei euch auch das Interesse zu wecken, Politik zu machen. Und nehmen Sie denn als Abgeordneter überhaupt die Kritik von Kindern und Jugendlichen an der Politik wahr? Ja, natürlich. Tagtäglich, wenn wir in Terminen zum Beispiel unterwegs sind. Ich bin ja als Jugendministerin in meinem Zuständigkeitsbereich als Sozialministerin ja verantwortlich. Zum Beispiel spreche ich viel mit dem Landesjugendring, die ja die Jugendarbeit in Niedersachsen unterstützen, voranbringen. Und die sagen mir schon, was zum Beispiel gebraucht wird. Ob mehr im Kulturbereich die Jugendlichen was wünschen oder ob sie sich zum Beispiel die Wahlen über die Wahlen diskutieren wollen, die Programme der Parteien diskutieren wollen. Das nehmen wir sehr ernst. Und wenn man schaut, was wir die letzten zwei Tage diskutiert und beschlossen haben, nämlich keine neuen Schulden zu machen, ist ganz entscheidend wichtig für die Jugendlichen von heute. Denn wenn wir weniger Schulden haben, bedeutet das auch mehr Flexibilität für die Generation, die nach uns kommt, damit sie nicht nur Zinsen zahlen müssen. Das ist schön, dass Sie sich auch so dafür einsetzen, aber wie stellen Sie sich denn das vor, die Jugendlichen und deren Thema in ihre politische Arbeit mit einzubeziehen? Also ganz entscheidend ist natürlich, dass das, was wir heute tun, Auswirkungen auf euch hat, auf die Jugendlichen von heute. Das heißt, jedes Handeln müssen wir danach ausrichten und uns hinterfragen, was bedeutet das an Belastungen für euch? Also beispielsweise, wie gut sind die Schulen ausgestattet, wie gut sind die Möglichkeiten eben auch an den Universitäten und in der Berufsausbildung? Das sind ganz konkrete Fragen, die wir uns stellen. Und wenn man heute in die Haushaltsmittel guckt, dann fließt jeder dritte Euro, den wir im Haushalt haben, für Bildung. Und das ist die beste Vorsorge. Und was würden Sie Jugendlichen raten, die sich auch gerne in der Politik engagieren wollen? Auf jeden Fall vor Ort sich die Themen anzugucken, die einen beschäftigen, mit den lokalen Politikern zu diskutieren, sich in den Jugendparlamenten, soweit sie vorhanden sind vor Ort, in vielen Bereichen haben wir die Jugendparlamente, sich in die Jugendparlamente wählen zu lassen, mitzudiskutieren und dann sozusagen auch die Basisdemokratie kennenzulernen und sicherlich auch in den Schulen über die Programme der Parteien zu diskutieren. Und auf jeden Fall, wenn man soweit ist, nämlich 18 ist, auch zur Wahl zu gehen, denn die Stimme zählt und wenn man eben nicht nur meckern will, sondern auch mitgestalten will, ist das erste Gebot, eben zur Wahl zu gehen. Was halten Sie davon, Wahlkampf über Facebook zu betreiben? Naja, man darf sicherlich Facebook und andere soziale Netzwerke nicht
außer Acht lassen. Ich glaube, ein gesundes Maß Präsenz ist gut, aber es ersetzt nicht die eigentliche Diskussion, die politische Auseinandersetzung im persönlichen Umgang, dass man eben auch vor Ort mit anderen persönlich diskutiert. Nur über Internet kann auch eine Kommunikation der Gesellschaft nicht nur laufen. Das heißt, eine Mischung von beiden ist das Beste. Und man muss sich bei der Facebook-Nutzung immer vor Augen halten, dass man das, was man einem persönlich in einem Brief nie schreiben würde, auch nicht in Facebook reinschreiben sollte. Also eine gewisse, ein Respekt und eine Toleranz auch in Facebook, in dem, was man reinschreibt, muss gewahrt bleiben. Das ist sehr interessant, dass Sie das so sehen. Ich stimme da auch vollkommen zu. Lassen Sie Jugendliche ihre Arbeit über Facebook auch bewerten? So? Also man kann ja über Kommentare, wenn man zum Beispiel auf meine Fanseite geht und wenn ich irgendwo eine Veranstaltung dann poste und sage, ich bin da und da oder einen politischen Inhalt, dann bin ich natürlich auch interessiert an Kommentaren und das fließt ja in meine Arbeit wieder ein. Und was ist Ihr nächstes politisches Projekt nach der Landtagswahl? Also entscheidend ist, dass man nicht jetzt kurzfristige Projekte nennen sollte oder muss, sondern ich denke, es ist wichtig, dass wir eine gute, qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung und Pflegeversorgung für unsere Land und unsere Gesellschaft sicherstellen müssen. Das ist wichtig, weil wir auch eine älter werdende Gesellschaft sind, dass auch Menschen, die im Alter krank werden oder pflegebedürftig werden, auch eine gute Versorgung haben. Da werden wir uns sehr darauf konzentrieren. Und was für mich persönlich auch wichtig ist, dass es eben Kindern und Jugendlichen, von denen wir immer mehr weniger haben, eben gut geht. Dafür brauchen wir eben auch die Unterstützung, wenn es schwierige Familiensituationen gibt, dass wir zum Beispiel mit Familienhebammen unterstützen. Und ich wünsche mir die Erweiterung des Einsatzes von Familienhebammen, also dass mehr Familienhebammen in Einsatz kommen.